ausgeglichene erste Hälfte, aber gerade wenn wir jemanden... Oh, das war aber ein böses Foul von James, der da voll auf den Knöchel von Benze Baini tritt. Gelb ist da das Mindeste. Bin mal gespannt, wenn wir das nochmal sehen, ob das nicht sogar über dem Knöchel war. Aber auf die Szene hier James mit dem ersten Versuch, dann geht er hier drauf, das ist rot. Also das ist rot von Rhys James. Und nichts anderes. Und das ist dann eben auch kein Vorteil. Und da kommt er mit der gelben richtig gut weg.